Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom April für euch und ich habe auch im April wieder ein paar Büchleins gelesen und die stelle ich euch heute vor und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe im April insgesamt 10 Bücher gelesen, davon waren auch, jetzt lasst mich gucken, 1, 2, 3 Rezi-Exemplare dabei, also was für mich ja echt ein guter Schnitt ist, so Rezi-Exemplare und eigene Bücher. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich will mit den Rezi-Exemplaren um einiges zurückfahren. 3 Stück waren für mich okay. Das eine hatte ich vergessen, dass das im April rauskam. Ja, deswegen waren es 3 angefragt, hatte ich eigentlich nur 2. Aber egal. Und ja, ich würde sagen, wir gehen trotzdem die Reihenfolge vor, wie ich die Bücher auch gelesen habe. Zu den Rezensionsexemplaren werde ich nichts weiter sagen, weil dazu habe ich ja auch ein extra Video gemacht. Das heißt, die werde ich nur ganz kurz anreißen und nicht nochmal so genau auf die Bücher eingehen wie auf die anderen. Denn bei den anderen habe ich ja kein Video dazu gemacht. Im Übrigen, Milo liegt heute hier bei mir oben. Und hat sich mal nicht unter die Decke gekuschelt wie letzte Woche. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal mit dem ersten Buch, was ich im April gelesen habe. Und zwar war das After Passion von Anna Todd. Denn ich war zum Kino verabredet mit der lieben Janine und der lieben Maria. Und ich wollte unbedingt vorm Kinobesuch das Buch hier lesen, weil ich es gerne vergleichen wollte. Und ja, ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen und dachte nur so, hä? Also ich finde, dieser Film hat mit dem Buch, mal abgesehen so von den Grundzügen der Geschichte, nicht wirklich irgendwas gemein. Dieses ganze Hin und Her hier vom ersten Teil fehlt in dem Film komplett. Und ich muss sagen, wenn man diesen Film... Und ich muss sagen, wenn man diesen Film als eigenständigen Film betrachtet, so für Teenies und Leute, die gern solche Filme gucken, so absolut schmalzige, überzogene Liebesgeschichten, für die ist der Film auf jeden Fall echt was. Ich fand den Film so lala. Ich fand ihn jetzt nicht bombastisch gut. Ich fand ihn jetzt aber auch nicht grottenschlecht. Aber im Buch-Film-Vergleich, muss ich sagen, hatte der für mich absolut mit dem Buch nicht wirklich viel gemein. Charaktere, die im Buch männlich waren, waren im Film auf einmal weiblich. Und andere verwirrende Dinge sind in diesem Film passiert, wo ich dachte, what? Ja, keine Ahnung. Ich fand den Film, wie gesagt, so lala. Er war für mich okay. Ich habe ihn gesehen. Ich muss ihn nicht nochmal sehen. Ich bin jetzt nicht super hyped und so, aber ich habe ja auch das Buch gelesen und ich muss auch sagen, ich war von diesem Buch nicht super hyped. Ich werde diese Reihe auf jeden Fall nicht weiterlesen. Ich habe jetzt den ersten Teil gelesen. Dieses Buch hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte die Protagonistin nicht verstehen. Ich konnte Harden nicht verstehen. Harden ist für mich der letzte Psycho, ey, sorry, aber das geht gar nicht. Alle sprechen bei dem Buch immer von einer Hassliebe. Ich habe bei diesem Buch nur Hass empfunden, keine Liebe. Also, ich habe es zu Ende gelesen, weil ich echt wissen wollte, was alle Leute an dieser Geschichte so fasziniert hat und was sie so diese Sogwirkung hatte. Also ich kann es verstehen, dass viele Leute sagen, dieses Buch hat so eine extreme Sogwirkung. Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht, denn auch ich habe mich ja da teilweise reinziehen lassen. Auch wenn ich extrem genervt war beim Lesen, wollte ich ja trotzdem immer wissen, wie es weitergeht, weil es mich einfach interessiert hat. Und du dir dachtest, was macht der Psycho jetzt als nächstes? Und deswegen kann ich das schon verstehen, wenn viele Leute sagen, ich habe diese Reihe komplett gelesen, obwohl ich die Bücher eigentlich nicht 100% gut fand und irgendjemand ist bei mir im Keller und macht da unten irgendwas rum, weil wir wohnen ja im Erdgeschoss und unter uns ist der Keller. Und irgendeiner macht gerade im Keller was rum und das irritiert mich. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ging mir dieses Buch tierisch auf den Sack. Ich habe es trotzdem gelesen. Ich wollte wissen, was am Ende passiert. Dieses Buch hat ja einen fiesen Cliffhanger am Ende. Ich muss aber sagen, dass das Ende vom Film für mich ein gutes Ende für diese Geschichte war. Und ich nehme dieses Ende vom Film für mich da so mit raus. Das war jetzt für mich das Ende von dieser Geschichte und Feierabend. Und ja, wie gesagt, ich hatte beim Lesen echt Schwierigkeiten. Ich glaube, zum Inhalt hier brauche ich nichts mehr sagen. Jungfräuliches Mädchen geht auf die Uni, trifft bösen Bad Boy und fahnt euch mit dem an und dann geht's on off, on off, on off, on off. Viel Scheiße passiert. Sie ist trotzdem on off mit Bad Boy und man versteht es einfach nicht. Und ja, okay, lassen wir das. Auf jeden Fall, was wie gesagt ein großes Problem für mich war, ich konnte Tessa nicht verstehen, ich konnte Harden nicht verstehen. Die Nebencharaktere waren mir äußerst suspekt. Das hat für mich alles nicht gepasst. Also diese ganze Charakterzusammensetzung, das war alles nicht meins. Vom Setting her kann ich sagen, war es okay. Also die Beschreibung und das alles in dem Buch waren okay. Da hatte ich keinerlei Probleme mit. Und was den Schreibstil betrifft, der war auch okay. Das hat sich easy lesen lassen, wie gesagt. Das ist ein sehr einfacher, lockerer Schreibstil und der hat so eine gewisse Sogwirkung. Und Anna Todd hat auch die Plot-Twists an die richtigen Stellen gebaut, dass man halt auch unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
Aber wie gesagt, für mich hat das einfach alles nicht gepasst, was die Charaktere betraf. Und deswegen bin ich bei dieser Reihe jetzt raus. Ich habe den ersten Teil gelesen. Ich weiß, worum es geht. Ich kann quasi beim ersten Teil mal mitsprechen. Aber mehr muss ich mir von dem Scheiß hier nicht antun. Für mich war es einfach scheiß. Also rückblickend betrachtet, scheiß mit Sogwirkung. Aber ich, boah, nee. Also ganz ehrlich, es gibt so viel tolle und viel bessere Bücher als das hier. Ich habe die ganze Zeit immer mit die Hand vor die Stirn geschlagen, wenn wieder so eine Szene kam, wo Tessa und Harlan, und ich dachte mir so, nee, nee. Und ich weiß von allen, dass das im zweiten Teil so weitergeht und wahrscheinlich auch im dritten und vierten, und ich lasse es. Ihr braucht mich nicht versuchen zu überreden zu wollen, dass ich das weiterlese. Ich lasse es. Für mich ist das Ende vom Film, wie gesagt, das Ende für mich für diese Reihe. Das Thema ist für mich erledigt. Ich kann mit dieser Geschichte leider nichts anfangen. Ich würde sagen, lassen wir das Thema After Passion damit. Ich habe den ersten Teil gelesen. Es war nicht meins. Ende. Ich fand es nicht gut, obwohl es echt eine krasse Sogwirkung auf mich hatte. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe. Und zwar war das das Rezensionsexemplar, was ich vergessen hatte, weil nämlich die gute Dame vom Verlag mich letztes Jahr dann schon auf die Liste gesetzt hatte. Und zwar habe ich One Passion von Lauren Blakely bekommen. Das ist der dritte Teil der One-Reihe. Ich habe mich sehr gefreut, als dieses Buch hier ankam, aber ich habe es total nicht mehr auf dem Radar gehabt. Ich habe das total verrafft, dass das rauskam auch. Ich habe es auch in meinen Neuerscheinungen vergessen und dementsprechend, ja, war ich dann so, oh, es ist ja schon da. Naja, egal. Passiert. One Passion ist, wie gesagt, der dritte Teil der Reihe. Und diese Reihe ist ja auch wieder so eine Reihe mit erotischen Liebesgeschichten. Das sind wieder so süße, niedliche Liebesgeschichten, die man so zwischendurch super lesen kann. Und One Passion war für mich auch wieder so eine Geschichte. In diesem Buch geht es um Delaney. Delaney kennen wir natürlich wieder aus den vorherigen Teilen. Und Delaney trifft beim Joggen im Park auf Tyler. Und Tyler und sie waren zu College-Zeiten ein Paar, und Delaney hat damals auch gedacht, dass es für immer ist, denn die beiden haben einfach perfekt zusammengepasst und perfekt harmoniert. Und ja, dann hat Tyler sich aber gegen sie entschieden und hat sie verlassen, was ihr damals natürlich sehr das Herz gebrochen hat. Und seitdem hat Delaney auch keinen anderen Mann so wirklich gefunden, der so zu ihr passt wie Tyler. Und ja, beim Joggen im Park, wie gesagt, treffen die beiden wieder aufeinander und plötzlich ist Tyler wieder in ihrem Leben. Und Delaney weiß wirklich nicht, was sie davon halten soll, und sie weiß auch nicht, was Tyler jetzt auf einmal von ihr will. Jahrelang hat er sich nicht bei ihr gemeldet, dann sieht er sie einmal im Park und schon nimmt er wieder Kontakt zu ihr auf. Und sie weiß halt, wie gesagt, nicht, wie sie damit umgehen soll, und Tyler ist aber sehr, sehr hartnäckig. Und ja, was mit Delaney und Tyler alles passiert und warum Tyler auf einmal wieder Kontakt möchte und was er überhaupt von ihr will, das ist es, worum es in One Passion schlussendlich geht. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, man liest das Buch aus der Sicht von ihr und von ihm, was ich sehr, sehr gut finde, weil man da auch mal einen sehr guten Einblick auf die männliche Seite bekommt. Und ja, ich fand das Buch wirklich süß. Es ist, wie gesagt, wieder eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Vom Inhalt her hat es mir gut gefallen. Vom Tempo und der Geschichte hat es mir gut gefallen. Also es war keine Geschichte, die sich irgendwie gezogen hat. Es gab so ein, zwei Stellen, wo ich so dachte so, das ist very unrealistisch. Welcher Mann würde das denn bitte tun? Ich kenne keinen. Aber dafür sind diese Bücher halt da. Ne? Es sind halt Bücher, wo es halt auch mal ein bisschen drüber sein darf und wo halt auch mal ein bisschen alles fernab von Realismus sein darf, und das hat mich halt auch nicht gestört in der Geschichte. Und ja, was den Inhalt betrifft, hat es mir gut gefallen. Auch was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich mochte Tyler, ich mochte Delaney, ich konnte die Hintergründe verstehen, ich konnte dann auch verstehen, wo dann aufgeklärt wurde, warum Tyler sie damals dann eigentlich verlassen hat. Was das für Hintergründe gewesen sind, das konnte ich dann auch nachvollziehen. Also was die Charaktere betrifft, hatte ich auch keinerlei Schwierigkeiten. Natürlich sind die Nebencharaktere auch wieder mit vorhanden aus den anderen Teilen, und ja, was Setting und den Schreibstil betrifft, hat es mir auch wieder super gut gefallen, und ja, da kann ich mich auch nicht beschweren. Und eigentlich wollte ich ja zu diesem Buch gar nicht so viel sagen, weil es ein Rezensionsexemplar ist. Habe ich jetzt aber doch gemacht, aber egal. Ich fand die Geschichte gut. Wenn ihr noch irgendwie mehr Informationen wollt, dann schaut im Video vorbei. Dann habe ich dann zu dem Schätzchen hier gegriffen, und zwar ist das der zweite Teil von Dragon Fortune von der lieben Nikki Kiso und der Taya Anders. Und ja, Dragon Fortune ist, wie gesagt, der zweite Teil dieser Jugend-Fantasy-Reihe, und ich kann jetzt zum Inhalt nicht wirklich viel sagen, weil, wie gesagt, diese Reihe ja nahtlos aneinander anknüpft. Es geht in diesem Buch immer noch um Dominik und Syra, die zusammen auf dieser Burg festhängen aufgrund eines uralten Fluchs und ja, jetzt irgendwie miteinander auskommen müssen und
was Dominik nicht weiß, ist, was Syra eigentlich ist. Und ja, dass das natürlich mit ihrem Fluch zusammenhängt, das weiß er auch noch nicht. Und ob er das dann herausfinden wird, das ist die Frage, die sich hier in diese Reihe stellt. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil von Dragonforge mir das sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mag Syra und Dominik einfach. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden. Ich mag, wie die beiden miteinander umgehen. Ich mag, dass Syra so sehr, sehr keck ist und sehr, sehr vorlaut und es halt sich und sich halt auch nichts nehmen lässt, sondern einfach so ein Hau drauf auch ist. Und ja, ich fand die Entwicklungen, die im zweiten Teil hier passiert sind, auch wirklich richtig toll. Und ja, was den Inhalt betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich freue mich auf Band 3, der kommt ja nächsten Monat auch mit raus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gespannt, wie gesagt, wie es mit den beiden hier weitergeht. Ansonsten, was das Setting betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Ich finde, unsere zwei Autorinnen haben hier super Arbeit geleistet. Ich konnte mich gut in die Welt hineinfinden. Auch was den Schreibstil betrifft, kann ich mich nicht beschweren. Lockerer, leichter, einfacher Jugendbuchschreibstil. Und man kommt super durch die Geschichte. Also es ist ja jetzt kein ultra dickes Buch, dass man jetzt gefühlt an einem Kapitel, keine Ahnung, 3 Tage liest, wie das manchmal ja so ist. Aber man kommt trotzdem sehr, sehr locker durch die Geschichte. Und man möchte auch immer weiterlesen und wissen, was als nächstes passiert und was dann jetzt kommt. Und dann denkt man sich so, oh mein Gott, das Buch ist gleich zu Ende. Oh nein, was passiert denn wohl als nächstes? Und ja, ich kann nur sagen, das Ende bleibt auf jeden Fall spannend. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen, außer dass es mir vom Inhalt gut gefallen hat, dass ich die Charaktere immer noch sehr, sehr mag. Es sind auch neue Charaktere jetzt hier quasi nochmal genauer vorgestellt worden, die im ersten Teil auch schon vorkamen. Das fand ich auch sehr, sehr gut, was mit diesen beiden Charakteren da noch kam. Ansonsten kann ich auch nichts weiter dazu sagen, außer dass mir der zweite Teil von Dragonforge wieder sehr, sehr gut gefallen hat und unsere zwei Damen hier wirklich großartige Arbeit geleistet haben und ich mich jetzt auf den dritten Teil wirklich sehr, sehr freue. Kommen wir als nächstes wieder zu einem Rezensionsexemplar und zwar würde ich schon sagen, dass es die Enttäuschung des Monats für mich war. Es war kein grundsätzlich schlechtes Buch, aber ich war halt so gespannt auf die Geschichte und ich habe mich so unglaublich darauf gefreut, diese Geschichte von diesen beiden Charakteren zu lesen. Und als ich sie dann gelesen habe, war sie halt einfach so nichtssagend und so... Da hat irgendwie alles gefehlt und ja, deswegen war es für mich schon das schwächste Buch im April, was ich gelesen habe. Und zwar war es With or Without You von Geneva Lee. In dieser Geschichte geht es ja um Jessica, die beste Freundin unserer Protagonistin aus dem ersten Teil und ihren Dozenten Rowan Markson. Und ja, die beiden, das hat man ja im ersten Teil gemerkt, scheint irgendwie mehr füreinander zu empfinden, außer Student-Dozent-Verhältnis. Und ja, das wird dann halt im zweiten Teil hier erzählt, was es mit den beiden genau auf sich hat. Und mein Problem beim Lesen war, dass ich immer das Gefühl hatte, das Beste verpasst zu haben. Also die Autorin hat hier ganz komische Breaks drin in der Geschichte. Und man hat einfach immer das Gefühl, dass bestimmte Szenen einfach noch hätten weitergehen müssen. So für uns als Leser, um das halt einfach schöner zu definieren und irgendwie schöner auszuschmücken. Aber die Autorin hat dann, bumm, Cut gemacht und dann war die Szene vorbei und dann kam die nächste Szene. Und du denkst ja jetzt einfach so, warum? Warum macht sie das? Warum tut sie diese ganzen tollen, schönen Szenen, die man erzählen könnte, die einem auch noch einen besseren Blick auf das Pärchen geben würde, die einen einfach auch dieses Pärchen nochmal näher bringen würde? Warum tut sie das einfach abhacken? Ich habe es nicht verstanden. Und ich hatte, wie gesagt, beim Lesen permanent das Gefühl, das Beste verpasst zu haben und immer irgendwas verpasst zu haben. Und das war echt ein Riesenproblem, gerade zum Ende hin, wo dann noch dieses ganze Drama aufgekommen ist zwischen den beiden, fand ich das echt ein bisschen schade, weil man hätte so unglaublich viel mehr aus der Geschichte machen können. Und ja, war für mich leider nicht so berauschend. Ich habe es gelesen, es war okay. Aber es war halt kein Buch, was mich wirklich überzeugen konnte. Ich möchte den dritten Teil jetzt trotzdem lesen. Da geht es ja dann um Cassie, die dritte Freundin aus dem Bunde. Und ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. In dieser Geschichte hier ist auch die Schwester von Jessica vorgestellt worden. Und die würde mich jetzt auch mal noch interessieren, die Geschichte von der. Vielleicht kommt ja noch ein vierter Teil, wer weiß. Ja, auf jeden Fall war das für mich so die Enttäuschung des Monats. Wenn ihr mehr zum Buch wissen wollt, schaut da auch im Video vorbei. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar habe ich gelesen den vierten und letzten Teil der Broken Darkness-Reihe von M. O'Keefe. So verlockend. Und ich muss schon sagen, dass der vierte Teil definitiv für mich der beste Teil der Reihe gewesen ist. Ich fand einfach diese ganzen Umstände und dieses ganze Drum und Dran von Tiffany einfach so gut. Und ich finde, die Autorin hat das so gut vermittelt und mein Herz hat echt geblutet beim Lesen. Ich hatte so viel Mitgefühl für diesen Charakter und für diese Person und ich habe einfach die ganze Zeit gehofft, so bitte lass für sie einfach alles gut werden. Es gab natürlich auch hier Stellen, wo streckenweise alles ein bisschen unlogisch war und unrealistisch, aber wie gesagt, das darf es bei solchen Büchern für mich gerne sein, weil wenn ich solche Bücher lese, muss es nicht immer realistisch und 100% nachvollziehbar sein, wie die Charaktere auch handeln. Weil ich sage mal, gerade die Entscheidungen von Blake und dieses,
was bei ihm im Kopf so vorgeht, das hat alles sehr, sehr schnell umgeschlagen. Das ging für mich dann streckenweise auch so kurz ein bisschen zu schnell. Aber ich dachte mir dann halt so, okay, es ist okay, ich denke da nicht weiter drüber nach, es ist halt so. Und er handelt jetzt halt einfach so, wie er handelt, weil das für ihn halt jetzt so ist. Und ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach und dann war das für mich auch erledigt. Aber wie gesagt, es ist auch in dieser Geschichte sehr viel Kitsch drinne und sehr viel Unrealismus und auch Unlogik und alles. Aber ich mag die Geschichte trotzdem unglaublich, denn Emma O'Keefe hat es hier einfach für mich geschafft, einen Charakter zu schreiben, mit dem ich einfach nur mitgelitten habe, mit dem ich mich gefreut habe, für den ich einfach nur das Beste wollte. Und das ist halt sowas auch für mich, was ein gutes Buch ausmacht. Ich bin ja ein Mensch, ich habe das glaube ich schon 100 Mal erzählt, ich denke, handle und alles auf emotionaler Ebene. Also bei mir kommt mein Gefühl immer vor Logik, weswegen ich auch manchmal ein bisschen aufbrausend bin, weil erst mein Bauch und dann mein Hirn und so. Und deswegen muss ein Buch für mich wirklich Gefühle transportieren und Gefühle vermitteln. Und wenn das ein Buch nicht kann, dann ist das halt nicht so meins. So ging es mir halt bei After Passion. Ich habe da null gefühlt. Und bei diesem Buch habe ich halt sehr, sehr viel Mitgefühl gehabt. Und ich konnte mich so gut in die Protagonistin hineinversetzen, auch wenn ich noch nie in so einer Situation war. Aber das war halt einfach alles so unglaublich gut und die Autorin hat das super gut erzählt und mehr kann ich zu dem Buch jetzt auch nicht sagen, außer dass es mir richtig, richtig gut gefallen hat. Ich bin ein bisschen traurig, dass die Reihe jetzt zu Ende ist, aber ich freue mich, dass ich jetzt wieder eine Reihe abgeschlossen habe und ich bin gespannt auf die nächste Reihe, die ich mir beim KISS Verlag ausgesucht habe, die ich lesen möchte. Da habe ich letztes Jahr im Oktober beim Bloggertreffen ja schon Infos dazu bekommen zu, irgendwas mit To the Stars. Ich habe aber gerade das erste Wort vergessen. ich habe es vergessen. Von Kira Moon ist die Reihe auf jeden Fall. Und da freue ich mich auch schon so unglaublich drauf. Und da bin ich schon so gespannt, wie die Reihe ist. Das ist für mich die nächste Reihe, die ich aus dem KISS Imprint von Robert lesen möchte. Die Prinzenreihe habe ich ja jetzt ausgelassen. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Und bisher kann ich sagen, der KISS Verlag hat mich bis jetzt nicht enttäuscht mit der Bücherauswahl, die er getroffen hat. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich gerade nicht da. Ich habe es verborgt, aber ich müsste es euch sowieso einblenden, weil das Buch ein neues Cover bekommen hat. Und ich habe es noch mit dem alten Cover. Und zwar ist es immer noch Mir von Elijah. Ich weiß nicht, wie man sie sonst ausspricht. Janice. Und dies ist eine Geschichte, wo die Frage im Raum steht, kann eine Freundschaft nach 25 Jahren wieder aufgenommen werden? Und kann man an die Dinge von damals anknüpfen aus seiner Kindheit? Und ich fand das Buch auch wirklich richtig gut. Ich kann nur sagen, dass ich bei der Geschichte wirklich das Gefühl hatte, dass das eine Geschichte ist, die mir halt auch meine Freundin hätte erzählen können. Also das war ein Buch, was für mich wirklich realistisch nachvollziehbar ist, dass es wirklich so hätte sein können und dass die Charaktere auch wirklich so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Gut, diese eine Sache am Anfang mit, wir verraten uns gegenseitig unsere Namen nicht, damit wir nicht gleich drauf kommen, wer wir sind, das fand ich ein bisschen dämlich, aber ansonsten, was die Charaktere betraf, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich konnte mich super hineinversetzen in die Charaktere, ich konnte das alles komplett nachempfinden, ich habe das alles super gut verstehen können, auch im weiteren Verlauf der Geschichte, warum das alles so war, wie es war und warum die Charaktere so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Es geht in diesem Buch um Lina und um Joe. Und Lina und Joe waren als Kinder beste Freunde und dann ist Joe aber weggezogen und die beiden haben sich nie wieder gesehen. Und 25 Jahre später treffen die beiden in einer Disco aufeinander und haben beide das Gefühl, ich kenne dich, ich weiß halt nur gerade nicht, woher. Und die beiden unterhalten sich dann den ganzen Abend und gehen dann aber wieder getrennte Wege und denken aber in den nächsten 4 Wochen immer wieder drüber nach, über diese Begegnung und begegnen sich dann 4 Wochen später wieder in der Disco. Und dann verbringen sie wieder den ganzen Abend miteinander und reden und machen und tun und schlussendlich stellen beide auch fest, dass da eine gewisse Anziehungskraft zwischen ihnen ist. Und so wissen beide immer noch nicht so genau, wer der andere jetzt eigentlich ist. Und Lina nimmt dann Joe aber trotzdem mit zu sich nach Hause. Jen, sie denkt sich so, ach ja, Anziehungskraft ist da. One-Night-Stand, guten Tag. Und ja, als sie dann aber bei Lina angekommen sind, merkt Joe, wer sie ist. Und Lina ist dann erstmal sehr verwundert, wie er denn da drauf kommt. Und wie Joe das gemerkt hat und was mit dem One-Night-Stand dann passiert und ob diese Freundschaft, wie gesagt, nach 25 Jahren wieder auferstehen kann, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte einfach süß. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte das alles super nachvollziehen, was in diesem Buch passiert ist. Ich konnte das alles verstehen. Und ich kann euch das Buch, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal so eine Geschichte lesen wollt, dann schaut euch immer noch Bier auf jeden Fall mal an. Und mehr Infos dann auch im Video. Dann habe ich im April noch das Schätzchen hier gelesen. Grisha, Eisige Wellen von Leiba Dugo. Das ist der zweite Teil der Grisha-Trilogie.
Und ich kann nur sagen, dass das der beste zweite Teil war. Mal abgesehen von Das Reich der Sieben Höfe, das ich je gelesen habe. Für mich sind zweite Teile bei Trilogien immer so ein bisschen schwierig, weil man oftmals merkt, dass das halt so ein Übergangsteil ist. Und dass die Autoren die Brücken schlagen müssen zwischen Anfang und Ende. Und manchmal gelingt das halt nicht so gut. Und bei dem Buch hier war das aber absolut nicht der Fall. Ich fand den zweiten Teil einfach nur großartig. Ich möchte hier zum Inhalt nichts sagen, dass direkt an den ersten Teil anknüpft. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand den zweiten Teil, wie gesagt, richtig gut. Vom Inhalt her hat es mir gefallen. Streckenweise hatte ich so ein bisschen so eine Durststrecke. Da war sehr viel Geplane und Gemache und sehr viel Politisches. Und das ist immer nicht so meins. Und das war so für mich so 50 Seiten lang mal so, ist ein bisschen anstrengend gerade. Aber danach war es wieder okay. Und wir kennen ja alle Labor Dugo. Und Labor Dugo schreibt halt einfach so toll und haut da Wendungen rein, die man nicht unbedingt kommen sieht. Und das hat das Buch dann halt für mich auch wieder sehr, sehr spannend gemacht. Gerade zum Ende hin, vom zweiten Teil, dachte ich nur wieder, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was ist hier bitte schon wieder los? Mir hat der zweite Teil, wie gesagt, gut gefallen. Inhalt mochte ich sehr. Was die Charaktere betrifft, bin ich mit Alina im zweiten Teil nicht so hundertprozentig warm geworden. Die Entwicklung, die sie hier im zweiten Teil gemacht hat, konnte ich verstehen. Ich konnte es auch nachvollziehen, aber sie hat mir nicht gefallen. Und auch was Maljin betrifft, das war auch für mich so ein No-Go, was da passiert ist. Aber ich weiß, warum die Autorin das gemacht hat, weil es halt für die Geschichte wichtig ist. Und ja, also was die Charaktere betrifft, ich konnte es nachvollziehen, ich konnte es verstehen, aber es hat mir nicht alles gefallen, was hier, was die Charaktere betraf, passiert ist. Ich kann rückblickend betrachten nur sagen, dass ich die Charaktere trotzdem mag. Ich habe sie alle in mein Herz geschlossen, auch die ganzen Nebencharaktere wie Tamar und Tolja und Zoya und Genja und David und vor allem Nikolai. Ich habe ja das Lied der Krähen und das Gold der Krähen gelesen und im Gold der Krähen kommt Nikolai ja auch schon vor und deswegen wusste ich, wer Nikolai ist, als er hier im zweiten Teil vorkam, obwohl das Gold der Krähen ja zeitlich gesehen nach Grisha spielt. Das heißt, ich war dadurch ein bisschen gespoilert, was aber absolut nicht schlimm ist, denn ich finde, Nikolai ist der geilste Charakter der ganzen Reihe. Wirklich. Er ist einfach ein so toller Charakter und man muss den Typen einfach nur lieben. Es ist einfach so. Man findet den Typen einfach nur toll und ich freue mich so unglaublich auf August, weil da kommt King of Scars raus von Labor Dugo und das ist eine Dilogie und in dieser Dilogie geht's um die Geschichte von Nikolai. Und da freue ich mich schon so mega drauf und ich bekomme das Buch auf jeden Fall vom Verlag, das weiß ich schon, da habe ich schon nachgefragt, ob ich es haben darf und die schicken mir es dann zu und ja, da freue ich mich schon sehr drauf und wie gesagt, Nikolai ist einfach für mich der geilste Charakter der ganzen Reihe und ich bin schon sehr gespannt auf seine Geschichte. Man weiß am Ende vom dritten Grisha-Teil, was da bei ihm genau los ist und warum es diese Reihe gibt und das finde ich sehr, sehr spannend und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe inzwischen auch den dritten Teil gelesen, diesen Monat von Grisha. Und dazu erzähle ich dann nächsten Monat mehr, aber ich kann nur sagen, dass die Reihe im Großen und Ganzen mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich liebe den Inhalt, ich liebe die Charaktere, ich finde das Setting so unglaublich gut. Ich muss sagen, man kommt in diese Welt ein bisschen schwer rein, weil das halt an eher russische Begrifflichkeiten und alles angelehnt ist. Ich weiß nicht, ob das an eine russische Geschichte, Märchen, Legende oder irgendwas angelehnt ist, da habe ich einfach keine Ahnung von. Aber dadurch, dass hier so viel, ich sag mal, russischer Touch drin ist, auch von der Aussprache und den Wörtern und dem Ganzen, kam ich ein bisschen schwer an diese Geschichte damals rein. Jetzt, nachdem ich ja schon das Lied der Krähen und das Gold der Krähen gelesen habe, war das für mich keinerlei Probleme mehr. Aber wenn man einmal in dieser, also wenn man einmal in dieser Welt drin ist, ist man drin. Aber man kommt am Anfang so ein bisschen schwierig rein, bis man das alles dann auch so für sich verinnerlicht hat, was jetzt diese ganzen Begriffe sind, wie Äther-Alki, Kopor-Alki und keine Ahnung was. Und ja, wie gesagt, vom Setting her fand ich es mega. Ich liebe, dass hier eine Karte vorne drin ist. Und ich mag auch den Schreibstil von Labor Dugo unglaublich. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Grisha vor der Krähenreihe geschrieben hat. Grisha ist ja auch ein Jugendbuch, die Krähenreihe eher weniger. Die ist ja schon an Ältere ab 16 gerichtet. Und ich finde, man merkt hier echt den Unterschied. Weil Grisha ist von den ganzen Handlungssträngen her noch um einiges einfacher und schlichter wie die Krähenreihe. Die Krähenreihe ist für mich einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die ist einfach genial, was die Handlungsstränge betrifft, was die Plot-Twists betrifft, was einfach alles betrifft. Und wie gesagt, das ist bei Grisha nicht so fein und nicht so gut ausgearbeitet, aber es ist halt, wie gesagt, auch eine Jugendbuchreihe und da muss das auch nicht sein. Und ja,
Ich finde die Reihe einfach großartig. Ich fand den zweiten Teil großartig. Ich liebe diese Geschichte und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer, dass ihr unbedingt alle Grisha lesen solltet und alle jetzt sagen, nein, es gibt doch den dritten Teil gar nicht mehr. Im Oktober gibt es einen neuen Schuber von Grisha und der sieht so schön aus. Ich glaube, den muss ich mir auch kaufen. Auch wenn ich die Bücher alle habe und ich habe ja auch den dritten Teil zweimal als Hardcover, muss ich, glaube ich, den Schuber trotzdem haben, weil der einfach so schön aussieht. Verdammt. Aber falls ihr diese Bücher lesen wollt, Oktober, Schuber, merkt es euch. Dann habe ich noch gelesen im April den fünften Teil der Green Mountain Serie Sehnsucht nach dir. Ja, ist der fünfte. Ich gucke lieber nochmal nach, weil hier an der Seite steht ja immer die Zahl. Und in dieser Geschichte geht es um Gavin. Gavin. Nicht Grayson oder was ich immer gesagt habe. Gavin. Und Ella. Und viele haben gesagt, oh, der fünfte Teil ist so gut. Gavin und Ellas Geschichte, la. Und ich dachte so, yeah, cool, wieder so eine mega coole Geschichte. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, oh, so cool ist die Geschichte eigentlich gar nicht. Das ist eine schöne Geschichte, das ist eine süße Geschichte. Aber ich habe irgendwie durch diesen ganzen positiven Zuspruch, den ich da im Vorfeld bekommen habe, mir mehr drunter vorgestellt. Das ist immer wieder bei der Erwartungshaltung, ne? Das ist halt immer so ein Problem. Auf jeden Fall habe ich den fünften Teil gelesen. Ich fand die Geschichte super süß. Im fünften Teil geht es um Ella Abbott. Und Ella ist ja schon seit vielen, vielen Jahren, wie man aus den vorherigen Teilen ja schon weiß, in Gavin Guthrie verknallt. Gavin ist quasi der Bruder ihres Ex-Schwagers, der im Krieg gefallen ist. In dieser Reihe wird da so eine gewisse Heldenverehrung um diesen Bruder gemacht, was ich nicht so 100% nachvollziehen kann, wie sehr die den Typen verehren, der da halt gefallen ist. Auf jeden Fall ist er der Bruder und seitdem sein Bruder tot ist, ist für Gavin die Welt irgendwie aus den Fugen geraten und er kommt nicht mehr so richtig klar und alles ist trostlos und er hat sich halt in einen Menschen verwandelt, der sehr gefühlskalt ist und niemanden an sich ranlässt und halt auch mal aggressiv wird und ja, Ella liebt ihn trotzdem und auf der Hochzeit von Ellas Schwester, was zwei Bände vorher oder ein Band vorher war, nee, ich glaube, es war im vierten Teil. Auf jeden Fall haben die beiden sich da geküsst und nach diesem Kuss weiß Ella einfach, dass er zu ihr gehört. Und ja, nun zu Beginn der Geschichte ist es so, dass Gavin in Schwierigkeiten steckt und Ella anruft und sie um Hilfe bittet. Und das tut sie natürlich auch und während dieser Begegnung passiert etwas in Gavin. Und es wird ein Vorgang in Gang gesetzt, der dann alles Weitere, sag ich mal, zu dieser Geschichte beiträgt. Und was halt mit Ella und Gavin passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte süß, ich fand die Geschichte toll, es war super gut erzählt. Ich konnte auch verstehen, warum Gavin so war, wie er war und warum er so reagiert hat, wie er reagiert hat. Ich fand es streckenweise ein bisschen übertrieben. Wie gesagt, ich konnte auch diese Heldenverehrung, die um seinen Bruder, den Namen habe ich gerade vergessen, da gemacht wird, das konnte ich auch schon in den vorherigen Teilen nicht verstehen, weil da wird er wirklich als Held gefeiert und verehrt und wow. Und ja, ich konnte es halt einfach nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber es ist halt so und ja, super süße Geschichte. Vom Inhalt her hat es ja gerade schon erzählt, ist es gut, vom Handlungsverlauf ist es auch gut, es ist keine Geschichte, die überragend ist und die mich total umhaut, aber es ist eine gute, solide, niedliche Liebesgeschichte. Was die Charaktere betrifft, kann ich sagen, Ella ist ultra sympathisch und Gavin, wenn man dann merkt, wie er sich verändert in der Reihe und was er alles für Ella tut, ist es auch super. Man mag ihn dann auch wirklich, man mag halt Gavin dann von Seite zu Seite auch mehr. Ich muss sagen, dieser große Konflikt am Ende, da habe ich gedacht, Ella, dumm? Bist du einfach nur dumm gerade? Warum? Warum machst du das? Und das konnte ich halt nicht so ganz verstehen, aber ich fand Gavins Entwicklung in der Geschichte wirklich toll. Was die Nebencharaktere betrifft, kann ich mich auch nicht beschweren. Ist natürlich die komplette Abbott-Family wieder mit am Start und halt noch ganz viele andere Nebencharaktere, die man so aus der Reihe kennt. Und Fred der Elch darf natürlich seinen Auftritt auch haben in dieser Geschichte. Ich fand die Geschichte süß, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, vom Setting her und vom Schreibstil. Ist alles wieder super gewesen. Ich mag das Setting, ich mag den Schreibstil, aber das habe ich ja jetzt zu den vier anderen Bänden auch schon gesagt. Deswegen brauche ich da, glaube ich, jetzt auch nicht mal noch weiter was zu ausführen. So, das war ein komischer Satz. Egal. Dann habe ich im April noch gelesen den siebten Teil der Diamonds for Love-Reihe. Jetzt musste ich gerade überlegen, ja, wie viele Teile das eigentlich ist. Aber das ist der siebte. Zwei kommen jetzt noch. Den achten habe ich schon bestellt. Der müsste vielleicht heute mit der Post kommen. Und ja, es gibt ja insgesamt 9 Teile zu dieser Reihe und ich bin ein bisschen traurig, wenn die Reihe dann vorbei ist, aber ich bin auch happy, wenn die Reihe dann vorbei ist, weil
Ja, 9 Teile zu einer Reihe ist schon mal ein bisschen anstrengend, aber das ist ja bei der Green Mountain Serie auch nicht anders. Und es gibt ja, wie gesagt, andere Reihen, die da noch viel, 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 viel mehr Bücher haben. Zum Beispiel Gestaltenwandlerreihe, das sind wir inzwischen bei Buch 18. Was aber auch nicht schlimm ist, weil da bin ich ja up to date und da kommen ja maximal 2 Bücher im Jahr zu dieser Reihe raus und die kann man ja dann easy mitlesen, das ist ja nicht schlimm. Aber bei den Büchern hier war es zum einen gut, dass die immer so schnell hintereinander rausgekommen sind, aber zum anderen war das natürlich auch so ein bisschen, oh Gott, ich muss jetzt ganz schnell weiterlesen bei dieser Reihe. Deswegen bin ich so ein bisschen froh, wenn ich die Reihe dann abgeschlossen habe. Es ist eine super tolle Reihe, ich liebe diese Reihe auch sehr, ich mag die Charaktere total, ich mag eigentlich alles an dieser Reihe total, aber ich bin auch froh, wenn diese Reihe dann beendet ist und ich mich anderen Reihen auch mal widmen kann. In Diamonds for Love, heißes Herzklopfen, geht es um Blake Bennett und um Clara, genau, Clara Abernathy. Und Clara lernt man im Teil davor schon kennen, denn Clara ist die Assistentin von unserem Protagonisten aus dem 6. Teil. Und Clara steht jetzt vor einem Problem und zwar hat sie ihre Mietwohnung gekündigt, weil sie sich eine Eigentumswohnung gekauft hat. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Eigentumswohnung noch nicht fertig wird zu dem Zeitpunkt wie geplant, sie ihre Wohnung aber schon gekündigt hat und jetzt quasi auf der Straße sitzt und nicht weiß, was sie machen soll. Und Clara hat sich in den letzten Jahren aber mit der Bennett-Familie angefreundet und ist quasi auch ein Teil dieser Familie geworden und versteht sich mit allen auch super. Besonders mit Blake. Und Blake erfährt von ihrer misslichen Lage und sagt, hey komm, ich habe in meinem Haus, wo meine Bar ist, da wohne ich ja auch und die Wohnung nebenan steht gerade leer. Du kannst da einziehen, bis deine Wohnung fertig ist. Mach dir keinen Kopf, ich helfe dir. Und das macht Clara dann auch. Und ja, wie es halt auch immer so ist, als die beiden dann dadurch natürlich Zeit miteinander verbringen, stellen sie ganz, ganz schnell fest, dass da irgendwie mehr zwischen ihnen ist. Und was halt mit Clara und Blake dann alles passiert, das ist es, worum es im 7. Teil der Diamonds for Love-Reihe geht. Und ich kann nur sagen, dass mir der 7. Teil wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich war ja vom 6. so ein bisschen enttäuscht, weil ich mich halt auf diese Geschichte so unglaublich gefreut hatte. Da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Und dann war die halt so, also die war nicht schlecht, aber die war halt so, für das, was ich erwartet hatte, war sie halt ein bisschen sehr ruhig und zu glatt, meiner Meinung nach. Ja, der 7. Teil hat mir da um einiges besser gefallen. Ich fand Clara als Protagonistin richtig gut. Ich fand ihre Hintergrundgeschichte toll. Ich fand sie als Charakter richtig gut. Ich fand Blake einfach toll. Und ich fand halt auch toll, wie sich das zwischen den beiden so entwickelt hat. Das war für mich auch nachvollziehbar. Das war jetzt nicht so hoppla hopp und bumm, sie sind zusammen, sondern das hat sich halt wirklich im Laufe der Geschichte entwickelt. Es ging zwar immer noch ein bisschen salopp, aber es war jetzt nicht übertrieben, dass man sagt, ja nee, ist klar. Deswegen, ich fand den Verlauf der Geschichte gut, ich fand den Inhalt der Geschichte gut, ich fand die Charaktere einfach toll, die sind alle wieder super sympathisch gewesen in dieser Geschichte, bis auf die, die unsympathisch sein sollten, die waren natürlich unsympathisch und ziemliche Arschlöcher, aber das hat die Autorin halt auch super hingekriegt, diese Charaktere so rüberzubringen und ja, ich mag diese Reihe einfach unglaublich. Diese ganze Reihe spielt ja in San Francisco, was ich vom Setting her auch einfach richtig gut finde. Und die Autorin hat jetzt hier auch wieder Punkte aufgegriffen in San Francisco, wo man noch nicht war in dieser Reihe und hat halt wieder so eine andere Ecke auch von der Stadt gezeigt. Und das fand ich auch wirklich richtig gut. Und vom Setting her kann ich also auch nur sagen, hat es mir wieder richtig gut gefallen. Wie gesagt, tollen Inhalt, tolle Charaktere, tolles Setting und zum Schreibstil brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Der Schreibstil ist locker, leicht und einfach und ich mag diesen Schreibstil einfach. Der ist eine gute Mischung aus kitschig, dramatisch, liebevoll, romantisch, versaut. Also ich finde den Schreibstil einfach toll und die Autorin hat einfach hier eine ganz, ganz tolle Reihe geschrieben, die ich unglaublich mag, mit tollen Charakteren und tollen Geschichten und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich mag den 7. Teil. Ich bin jetzt auf den 8. Teil gespannt. Da geht es um den Zwillingsbruder von Blake, um Daniel. Und Daniel hatte mal eine Freundin zu College-Zeiten, mit der ist es aber nichts geworden. Und diese Freundin hat immer noch Kontakt zur Familie und er sieht sie immer mal wieder. Und ja, seine Schwester Pippa hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die beiden wieder zusammenzubringen. Und ob das gelingt oder nicht, darum geht es im 8. Teil und ich freue mich da schon sehr drauf. Wie gesagt, vielleicht kommt er heute doch mit der Post. Ich werde ihn zwar nicht gleich lesen, aber dann habe ich ihn schon mal da. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, außer ich mag diese Reihe, ich mag dieses Buch, schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an, wenn ihr solche Geschichten gerne mögt. Damit sind wir beim letzten Buch angekommen für den April. Wup, wup. Das wird wieder ein ziemlich langes Video werden. Aber ihr wollt ja lange Videos. Ihr sagt ja immer, lange Videos sind toll. Also von daher ist es ja nicht so schlimm. Und jetzt habt ihr das Buch gerade schon gesehen. Das letzte Buch, was ich im April gelesen habe, war der 4. Teil der True North Reihe.
kein Für immer ohne dich. Ich kann nur sagen, dass mir das Cover wirklich unglaublich gut gefällt. Es passt jetzt farblich zwar nicht wirklich zu den anderen Teilen, aber dafür passt es ja zu Teil 5 und 6 dann wieder farblich. Und ich finde es halt cool, dass es wieder so in dieser Scherenschnitt-Optik. Ist das Scherenschnitt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass es wieder in dieser gleichen Optik ist wie die Vorgänger. Und in diesem Buch geht es um Sarah. Und Sarah lernen wir im ersten Teil schon kennen und man bekommt so ein bisschen was mit, was bei ihr so passiert in den ersten drei Teilen. Und man weiß am Ende vom dritten Teil, dass Sarah schwanger ist von einem Typen, der verschwunden ist. Und man denkt sich so die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich will wissen, was da passiert ist und ich möchte wissen, was jetzt bei ihr abgeht. Und sie hat dann auch das Kind später in der Reihe auch schon. Und ja, man ist da einfach unglaublich neugierig auf die Geschichte. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass es im vierten Teil um sie geht. Und es ist in dieser Geschichte so, dass Sarah Dave kennenlernt. Sarah arbeitet zu Beginn der Geschichte in der Bar ihres Onkels und leitet diese Bar. Und Dave ist den Sommer über in Vermont und sitzt halt auch sehr oft in der Bar mit seinen Kumpels oder halt auch mal alleine. Und ja, eines Tages kommen die beiden ins Gespräch. Und ja, beide merken, dass da so eine gewisse Anziehung ist und wollen dann halt einen One-Night-Stand zusammen haben. Aber beide haben nach diesem One-Night-Stand nicht genug. Und so verbringen die beiden quasi alle Nächte fast und auch am Tag noch Zeit bis zu Daves Abreise zusammen. Aber beide sagen sich, hey, wir wollen keine Beziehung, das hier ist nichts Festes. Das ist, was es ist und damit ist gut. Und so verschwindet Dave halt auch am Ende des Sommers aus Sarahs Leben. Und ja, Sarah hat halt keine Ahnung, wer Dave eigentlich ist. Sie hat keine Telefonnummer von ihm, sie hat keinen Nachnamen von ihm. Und ja, stellt dann später fest, als er weg ist, dass sie schwanger ist von ihm. Badum. Doofe Situation. Und dann machen wir einen Zeitsprung in der Geschichte und die ganze Geschichte spielt 2 Jahre später. Da ist dann die Tochter von Sarah schon auf der Welt und ja, Dave taucht wieder in Vermont auf. Ja, Sarah konfrontiert ihn dann natürlich mit der ganzen Sache, mit seiner Tochter und mit allem. Und ja, was Dave dazu sagt und wie er darauf reagiert und was mit den beiden ist und wie das Ganze funktionieren soll und was daraus schlussendlich wird, das ist es, worum es im vierten Teil von FNAF schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, diese Geschichte hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe dieses Buch auch an 2 Tagen gelesen. Also ich habe den einen Tag Nachmittag angefangen, war den nächsten Morgen dann mittags fertig. Ich fand diese Geschichte einfach so unglaublich schön. Und ich finde, Sarina Bowen hat diese Geschichte perfekt erzählt. Für mich war das alles nachvollziehbar. Für mich war das auch am Anfang der Geschichte mit Dave und Sarah nachvollziehbar, dass beide gesagt haben, es ist, was es ist. Es ist eine Affäre. Wir haben halt unseren Spaß zusammen und mehr halt auch nicht. Weswegen sie ja halt auch nichts über Dave wissen musste weiter, außer dass er Dave ist und immer in ihrer Bar abhängt und die sich ab und zu mal treffen. Das war für mich halt schon alles nachvollziehbar und ich konnte mich auch gut in Sarah hineinversetzen, dann so im zweiten Teil der Geschichte nach diesem Zeitsprung quasi. Das hat mir auch alles sehr, sehr gut gefallen und ich fand Dave halt auch einfach toll. Ne? Dave war einfach ein toller Charakter. Er hatte so seine Schwierigkeiten natürlich mit dem Ganzen, was natürlich auch absolut verständlich ist, aber er war halt auch sehr gefühlvoll und er war halt nicht so ein Arsch und er hat das halt alles auch gut gemeistert in der Geschichte und ich fand das halt einfach toll zu sehen, wie diese beiden sich halt auch in der Geschichte weiterentwickeln und wie sie das halt auch alles angehen und versuchen, ihre Probleme zu lösen. Und das hat mir halt einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Charaktere einfach unglaublich, das ist natürlich halt auch noch ein großer, großer Pluspunkt. Was soll ich dazu sagen? Ich mag die Handlung total, ich fand den Verlauf der Geschichte super, ich finde die Charaktere toll, ich mag Sarah, ich mag Dave, ich mag ganzen anderen Nebencharaktere total und das Setting Vermont, ich glaube, ich brauche nichts dazu sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Kleinstadt heißt, wo die eigentlich wohnen. Das wird ein paar Mal erwähnt, aber ich vergesse das immer wieder. Auf jeden Fall mag ich das Setting total. Es spielt auch teilweise wieder auf der Shipley Farm und im vierten Teil heiratet das Pärchen aus Band 1 auch und es gibt eine große Hochzeitsfeier und auch das fand ich wirklich toll gemacht und toll beschrieben und das hat für mich halt einfach alles super zusammengepasst. Also diese ganze Geschichte war einfach toll, perfekt. Und was den Schreibstil von Sarina Bowen angeht, kann ich auch nur sagen, hat mir das Ganze natürlich auch wieder mega gut gefallen. Ich mag den Schreibstil von der Autorin total. Sie hat eine ganz, ganz tolle Art, Geschichten zu erzählen und das Ganze auch zu beschreiben. Und ich mag es einfach. Ich mochte die 2 Teile von der Gravity-Reihe, die ich gelesen habe, wirklich sehr. Ich fand die Ivy Years-Teile bis jetzt, die ich gelesen habe, wirklich toll. Und ich fand auch die True North-Teile, die ich bis jetzt gelesen habe, wirklich alle richtig gut. Und ja, da
tut sich jetzt der vierte Teil von Turn Off noch mit einreihen und ich kann euch Sarina Bowen als Autorin im Allgemeinen für New Adult-Geschichten wirklich empfehlen, obwohl die Turn Off-Reihe nicht wirklich New Adult ist, sondern das ist wirklich Liebesgeschichten mit Erotik, weil die Charaktere auch schon alle so Mitte, Ende 20 sind, ne? Also es ist kein New Adult in dem Sinne. Dann, wenn ihr lieber New Adult lesen wollt, lest die Ivy Years-Reihe. Die Gravity-Reihe ist auch kein New Adult, das ist auch so mit eher älteren Charakteren schon. So, und jetzt habe ich, glaube ich, aber auch genug erzählt. Ich weiß gar nicht, wie lange dieses Video jetzt schon wieder geworden ist. Auf jeden Fall waren das meine 10 Bücher, die ich im April gelesen habe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich so viel wieder gelesen habe. Ich war ja so in den letzten Wochen und Monaten immer nicht so auf Lesen fixiert und ich hatte ja auch nicht immer so hundertprozentig auch Bock zu lesen, weil ich halt auch gerade, wie gesagt, andere Hobbys wieder habe, die da auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, ich freue mich aber, dass das Lesen gerade im Moment für mich wieder so gut läuft. Es läuft auch bisher diesen Monat ganz gut. Ich habe diesen Monat schon ein Buch abgebrochen. Und wer mein Neuzugänge-Video letzte Woche gesehen hat, weiß auch, welches ich abgebrochen habe. Es ging einfach nicht mehr mit mir und diesem Buch. Es ging einfach nicht. Ich habe das Buch, nachdem ich letzte Woche das Neuzugänge-Video gedreht hatte und fertig war mit allem hier zu Hause, habe ich mich auf die Couch gesetzt, das Buch in die Hand genommen und wollte weiterlesen. Und ich habe 20 Seiten gelesen und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nicht mehr und ich habe mir gedacht, wenn du dich jetzt zwingst, dieses Buch weiterzulesen, dann katapultierst du dich sowas von in der Leseflaute, weil durch sowas ist für mich dann auf jeden Fall ein Auslöser dafür. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, so scheiß drauf, ich habe jetzt zwar schon über die Hälfte von dem Buch gelesen, es waren über 300 Seiten, aber egal, ich will einfach nicht mehr, deswegen habe ich das Buch dann abgebrochen. Ich habe auch schon jemanden, der das Buch bekommt, da habe ich das schon geklärt, das gebe ich dann weiter, da freut sich mir anders drüber und den ersten Teil, den sortiere ich dann mit aus. Aber ja, ich werde das nicht weiterlesen, ich werde die Reihe nicht weiterlesen. Und falls ihr euch jetzt fragt, welches Buch es ist Dark Palace von Vic James. Der zweite Teil, Die letzte Tür tötet, es war einfach nicht meine Geschichte. Also das war so viel Politisches und so viel Intrigen und diese Sichtweisenwechsel, das hat mich einfach alles genervt. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte. Das Buch habe ich abgebrochen. Und ja, so viel jetzt von mir zum Lesemonat. Und wie immer gilt, wenn ihr mir erzählen wollt, was ihr so im April gelesen habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Und Maido schläft jetzt auch. Wartet mal, kann ich die Kamera so kippen? Seht ihr ihn da? Da. Oh, ist er nicht süß? Ach, er ist so süß. So, bye bye.